Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute wird es mal wieder höchste Zeit für ein Update zu meiner Serie Rugpull Season. Das letzte Video ist schon über 2 Wochen her. Ich wollte euch mal auf den laufenden Stand bringen, was sich aktuell so am Markt bewegt, wo ich zu 100% davon ausgehe, dass es ein Rugpull ist und auch nochmal kurz auf ein paar vergangene Projekte eingehen, die ich schon outgecallt habe. Hierbei geht es nicht darum, offensichtliche Rugpulls oder Scams zu identifizieren, sondern wir sprechen hier über Projekte, die auf den ersten Blick einen guten Anschein machen, wo man meinen könnte, vielleicht als unerfahrener Investor, dass es eine gute Option wäre, da sein Geld reinzustecken. Und genau auf diese Projekte fokussiere ich mich in dieser Serie. Ein Projekt, das ich schon in vergangenen Videos mehrfach erwähnt habe, war Apex One AI. Scheinbar immer noch online, scheinbar immer noch am Auszahlen. Eine Sache, die jetzt anscheinend aktuell im Trend ist, ich wollte das nur hier in diesem Video nochmal aufgreifen, ist, wenn wir uns das Team anschauen, darauf bin ich ja im initialen Video eingegangen, als ich über das Team gesprochen habe, das ist einmal die Homepage hier und dann, wenn wir auf das White Paper springen, beziehungsweise uns im Speziellen das Team hier anschauen, und zwar der CEO dieses Projektes namens Scott Hall ist ein Schauspieler, das ist mir jetzt schon seit längerem bekannt, ich wollte das nur in diesem Video nochmal erwähnen, da es bei Max Pratt, das ich unter anderem auch in einem meiner vergangenen Videos erwähnt habe, auch der Fall ist, hier kam ein schöner Artikel raus von Forbes.com und hier sind die CEOs anscheinend auch Schauspieler. Also hier zeichnet sich wieder so ein gewisses Muster ab in all diesen vermeintlichen AI-Projekten, die dann irgendwelche Schauspieler heranziehen, um ihre Produkte zu vermarkten bzw. ein Gesicht für ihren Scam zu haben. Hier in Apex One AI kam das, dadurch, dass man den Schauspieler ja hier bildlich gesehen hat, in einem Artikel. Also hier, das ist derselbe Mann und hat in seiner Biografie, wenn man die Seite mal kurz auf Deutsch übersetzt, eben auch stehen, dass er als Schauspieler für Apex One AI arbeitet. Also seid einfach vorsichtig, was diese Projekte angeht. Wenn diese nämlich schon einen Schauspieler im Vordergrund stellen müssen, um ein Gesicht für das Projekt zu haben, dann ist der Rugpull tendenziell nicht weit. Die Projekte können natürlich eine gewisse Laufzeit haben, Rendite ausschütten, aber für die meisten Leute wird es zu spät sein und 80-90% wird letztendlich ihr Geld verlieren. Das dazu dann ein weiteres Projekt, das ich outgecallt habe, das jetzt mittlerweile down ist, und zwar AI List Trade bzw. Alice Trade. Hier, wenn wir mittlerweile auf die Homepage gehen, sieht man nichts mehr, alles weg. Auszahlungen funktionieren nicht mehr. Das waren 3 der vergangenen Projekte, die ich erwähnt habe. Max Pratt und Apex One AI wird es vermutlich bald auch nicht mehr geben. Dann ein neues Projekt, das leider viel zu viel Marketing auf YouTube gerade kriegt und das natürlich wieder ein ganz klarer Indikator dafür ist, dass Leute bezahlt werden, die quasi das Projekt promoten und es offensichtlich ein Scam ist. Ich wurde von den Gründern von Bitforge auch angeschrieben, was sie sagen, was sie hier machen. Die haben eine Bitcoin-Farm, haben dazu auch mehrere Videos in ihrer Telegram-Gruppe, wie sie ihre Mining-Rigs, ihre Mining-Farm zeigen. Das kann natürlich irgendeine x-beliebige Mining-Farm sein und sie garantieren hier 1,8 bis 2,8% tägliche Rendite auf die Einzahlung, was natürlich absolut nicht möglich ist mit Mining, das sollte jedem bewusst sein. Und er wollte mir dann hier im Chat verkaufen, dass sie doch tatsächlich diese Rendite erwirtschaften mit ihrer Mining-Farm, die in Afrika angesiedelt ist. Hat mir dann auch ein paar Screenshots von ihren Ergebnissen geschickt. Und ja, ich habe schon in den ersten Zeilen von der Kommunikation gemerkt, dass es absoluter Bullshit ist, den er mir hier vermitteln möchte. Und die Jungs haben jetzt schon mittlerweile 60.000 in totalen Einzahlungen eingesammelt. Im Contract liegen jetzt aktuell rund 30.000. Wenn wir uns das Team anschauen, natürlich ungedoxt. Sie haben zwar ein KYC durchlaufen, allerdings wie aussagekräftig dieser KYC ist, ist natürlich immer fragwürdig. Und ansonsten, wie gesagt, die Kommunikation war mehr als shady. Er wollte mich wirklich dazu bringen, ein Video zu machen, mich von seiner Sache überzeugen. Aber jedem sollte klar sein, dass solche Renditen nicht nachhaltig sind. Und dadurch, dass sie vollen Zugriff auf das Kapital im Contract haben, ist das Risiko natürlich deutlich erhöht. Sie haben, was ich mitbekommen habe, morgen auch ein AMA in der DeFi Snipers Telegram-Gruppe. Also wer will, kann sich das Ganze gerne mal anhören, was sie da von sich geben. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das Ganze zu einer gewissen Zeit irgendwann ein Rugpull werden wird. Und jetzt noch das letzte Projekt, auf das ich intensiver eingehen möchte. Und zwar, das hat sehr, sehr große Wellen geschlagen. Mehrere 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ich glaube, sie sind mittlerweile über 50 Millionen US-Dollar. Und ich rede über Solar Road. Vor allem im asiatischen Raum sehr, sehr groß. Hier auch, wenn wir uns beispielsweise das Team anschauen und mal direkt auf das White Paper springen, haben wir 3 Personen, die scheinbar hinter diesem Projekt stehen. Ich habe das bei einem anderen YouTuber verfolgt. Der hat beispielsweise mal das MIT angeschrieben, da der Hauptgründer, der CEO hier sagt, er hat am MIT studiert. Hier auch beispielsweise Vitalik Buterin, den Gründer von Ethereum, kennengelernt. Und das MIT hat zurückgeschrieben, dass dieser Mann nie dort studiert hat. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen Teammitglieder. Wenn wir uns mal das LinkedIn-Profil hier noch kurz anschauen,
Das sind drei Zeilen, absolut unglaubwürdig. Dann der nächste hier ist Stanislavs Izoski, der CTO des Projektes, auch absolut unglaubwürdiges LinkedIn-Profil. Und wenn wir uns das letzte Teammitglied hier noch anschauen, Johnny Elways, auch sehr, sehr komische Informationen, die wir hier bekommen. Jetzt ist dieses Projekt allerdings schon sehr, sehr groß. Sehr viele Leute sind investiert. Und wie gesagt, im asiatischen Raum schlägt das Ganze anscheinend auch brutal Wellen. Jedoch, wenn ich mir das Ganze anschaue, das ist ein riesen Schneeballsystem. Sie haben hier diesen eigenen SOD-Token, der massive Attraktivität gewonnen hat durch ein anderes Projekt namens FinTok. Dort ist der Token von 7 US-Dollar auf über 50.000 US-Dollar mittlerweile hochgegangen. Das ist aus meiner Sicht das Interessante an dem Projekt. Wenn man eben früh dran war, schon 1 oder 2 Wochen vor diesem Video, das ich jetzt aufnehme, davon gehört hat. Ich habe das ungefähr vor einer Woche so richtig wahrgenommen, dass das Projekt an den Start gegangen ist. Damals war der Preis ungefähr bei 47 US-Dollar. Mittlerweile sind wir schon bei 88 US-Dollar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding über 1000 Dollar geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ding über 10.000 Dollar geht mit der Traktion, dass das Projekt gerade gewinnt. Aber man weiß halt nie, wann es verschwindet, beziehungsweise wann hier letztendlich der Stecker gezogen wird, weil wen will man belangen, wenn die Personen dahinter schon lügen müssen, wo sie studiert haben, beziehungsweise fraglich ist, ob es die Personen überhaupt gibt. Macht euch immer Gedanken darüber, wenn ihr früh dran seid. Ich sage es immer wieder, man kann in all diesen Projekten, die ich in dieser Rug Pull Season erwähne, potenziell Geld verdienen. Aber man muss sich eben bewusst sein, was dahinter steckt, dass das Projekt zu jeder Zeit weg sein kann. Und man muss ungefähr einschätzen können, wie lange die Laufzeit noch sein wird. Wird es eine große Marketingkampagne nach mir geben? Wird neues Geld reinkommen? Denn das ist natürlich maßgeblich für solche Schneeballsysteme. Und wenn es ein Rugpull ist, dann habt ihr sowieso keinen Einfluss drauf. Denn dann wird meistens kurz vor dem Peak, am Peak oder kurz nach dem Peak eben der Stecker gezogen. Und ihr habt keine Chance, irgendwie wieder an euer Kapital zu kommen. Das soll es auch schon zu diesem zusammenfassenden Video gewesen sein. Ich hoffe, wenn ihr in einem dieser Projekte investiert seid, ihr habt das im Griff. Holt euer Kapital rechtzeitig raus, werdet nicht so gierig, denn diese Projekte werden alle nicht lange laufen, beziehungsweise könnten morgen schon nicht mehr am Markt sein. Dem solltet ihr euch bewusst sein. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, lasst meinem Kanal gerne ein Abo da und macht die Glocke an. Ich bringe diese Rug Pull Season Videos eher unregelmäßig, aber dennoch, wenn ich Projekte sehe, wo viele, viele rote Flags sind und ich denke, dass viele Leute reingehen könnten, weil sie glauben, dass das Projekt echt wäre, beziehungsweise dass das kein Scam ist, dann erwähne ich sie auf dem Kanal. Wenn ich das heutige gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.